Hallo, wir sind heute zu Gast bei Sam4City in Magdeburg und neben mir sitzt der Chef des Unternehmens Marius Suvisto und er ist ja vielleicht euch auch bekannt als Profisportler, als ehemaliger Profisportler und er engagiert sich auch für die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung und im Konkreten für das Event am 10. April in der Stadthalle Burg, da ist er auch mit dabei. Marius, warum bist du dabei bzw. auf was können die Besucher sich denn da freuen? Ja, hallo erstmal ins Jerichower Land. Warum bin ich dabei? Also ich denke mal, wir haben eine gute Möglichkeit bekommen, um die Stiftung auch einfach mal im Jerichower Land zu präsentieren. Da gibt es sehr, sehr viele Einwohner, sehr, sehr viele Menschen, die sich auch eigentlich sehr stark engagieren. Und wir haben die Chance bekommen, einfach die Stiftung mal dort mal zu präsentieren, auch mal ein paar Beispiele zu nennen, was eigentlich die Stiftung für Aufgaben zu erfüllen hat oder welche Aufgaben wir erfüllen dürfen, welche Aktionen dahinter stecken, wo das Geld hinfließt, welche Leute auch sich da engagieren hier vor Ort, damit man auch mal ein Gesicht dazu bekommt, wer eigentlich die handelnden Personen hinter der Stiftung auch stecken. Und das Ganze, denke ich mal, können wir in einen schönen Rahmen, an einen schönen Nachmittag in der Stadthalle Burg, denke ich mal, für jeden, der Lust hat, Laune hat, die Zeit hat, sich gerne mal informieren möchte, was es eigentlich in sich hat, kann gerne vorbeischauen und sich von uns mal, sag ich mal, nicht belehren lassen, aber sag ich mal, irgendwo informieren lassen. Genau, man kann sich quasi informieren. Es ist jetzt auch keine klassische Spendenveranstaltung, wo man unbedingt jetzt die Scheine in eine Box werfen muss, richtig? Nee, das ist überhaupt gar nicht das Ansehen der Geschichte. Also wir wollen wirklich versuchen, es als reine Informationsveranstaltung durchzuführen. Wer natürlich möchte, kann natürlich seinen Beitrag dazu steuern, aber das ist wirklich nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Uns geht es halt darum, einfach mal die Plattform zu nutzen, um die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung im Jerichower Land zu präsentieren und einfach mal zu zeigen, dass es dort irgendwo Menschen gibt, die sich für einen guten Zweck engagieren und welche Möglichkeiten Leute besitzen oder haben können, um da mitzuwirken, um auch vielleicht der Zukunft, den Kindern, die vielleicht es nicht so einfach haben, aufgrund der Erkrankung, vor allem im Krebs, das ist das, was wir uns angenommen haben, einfach mal irgendwo von uns ein paar Praxisbeispiele bekommen, wie es aussieht, wie der Stand ist, wie wir helfen können, wo das Geld hinfließt und wie man wirklich aktiv da mitwirken kann. Das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Kombinationsveranstaltung. Man kann euch ja da auch live treffen. Ihr gebt Autogramme und man kann auch Fotos mit euch machen. Und es gibt auch noch eine Überraschung, die wir auch vom Meeting Point noch haben, um natürlich auch möglichst viele Leute auch zu begeistern, die dort euch kennenlernen wollen. Mhm. Was haben wir denn da Schönes oder was habt ihr vorbereitet? Ja, ich denke, man kann erstmal, wenn man fleißig ist, sage ich mal, den Beitrag vielleicht auch teilt und Lust hat, das Ganze auch irgendwie zu publizieren, hat man natürlich schon irgendwo einen großen Zweck erfüllt, dass einfach die Stiftung irgendwo an Reichweite gewinnt. Ich denke, das ist mit Abstand das Wichtigste, was wir mit dieser Aktion auch erreichen wollen. Und da haben wir uns auch was einfallen lassen, dass wir über allen Leuten, die dann halt bei Meeting.com aktiv sind, den Beitrag dann teilen und liken, haben wir zwei schöne Tickets für das Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt in der 2. Bundesliga, die wir dann an allen den Gewinner vergeben am Ende, die fleißig das Ganze mit unterstützt haben. Da wird Medienpunkt sich drum kümmern. Wir stellen die Tickets zur Verfügung. Also ich denke mal, es ist eine Rarität, weil es gibt keine Tickets mehr zu erwerben für das Spiel beim 1. FC Magdeburg. Wir sind ausverkauft, das ist gut so. Also etwas ganz Besonderes. Und alle Leute, die dann wirklich spätestens am 10.04. in Burg ab 14 Uhr da vor Ort sind, gibt es nochmal eine besondere Aktion. Da haben wir eine Tombola, wo halt ein Trikot vom 1. FC Magdeburg, was hier schon liegt, von der Mannschaft dann auch entsprechend frisch signiert wird, mit allen Spielern und Trainern, Funktionären der aktuellen Profimannschaft. Bis hin zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des 1. FC Magdeburg, wo man in die Einmal-Immer-Lounge darf. Zusätzlich gibt es noch für den SC Magdeburg, wir haben einen riesen traditionsreichen Verein auch hier in der Gegend, dafür gibt es auch nochmal zwei VIP-Tickets und ich denke, das ist etwas, was das Ganze nochmal aufwertet, wo es sich lohnt vorbeizuschauen und da spätestens die Spendenbox befüllt und dafür ein Los bekommt und daran teilnehmen kann, dass man was gewinnt. Marius hat alles super zusammengefasst, vielen lieben Dank und jetzt liegt es an euch, also macht auf jeden Fall mit und unterstützt die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Alle Infos, die packen wir auch nochmal online für euch bereit, stellen wir nochmal online auf www.meetingpoint-jl.de.